Samstagmorgen 6.30 Uhr. Ich gehe jetzt noch einmal final meine 3-Sterne-Geländestrecke bzw. fahre einen Großteil mit dem Rad und den Rest, also zwischendurch laufe ich nochmal 2-3 Komplexe und mache das konzentriert mit Musik im Ohr. Ich habe da jetzt immer so eine Playlist, die mich richtig in den Warrior-Modus versetzt. Ja, den brauche ich heute auch. Und dann geht der Tag so los. Vorher muss Kasper ja noch springen und so, aber eigentlich liegt der Fokus auf Nessies Gelände. So, ich jetzt hier Eis besorgt. Und jetzt kommt hier die... Weil diese Dinger sind leider nicht mehr kalt. Unser System hat nicht funktioniert. Das dann da rein. Das ist jetzt nicht so professionell. Ich finde schon. Wir geben alles. Ja. So. Wenn es halten soll, hält es nicht. Natürlich. Wir geben alles für die Pferdebeine. Kleine Nessie. Sollten es heute nicht 23 Grad werden? Ja, es ist immer noch so kalt. Ich friere. Pass auf, jetzt. Erster Eis dazwischen noch. Ich bin gespannt, ob das dann bringt oder die nachher genauso warm sind wie jetzt. Das wäre enttäuschend. Das wäre sehr enttäuschend. So, also mehr kann ich jetzt nicht tun. Alles versucht. Ich bin jetzt auch schon umgezogen und fertig gemacht. Diesem wunderschönen Shirt von Hoofmint. Und fehlt noch mein Helm. Ich habe hier auch schon 2-3 Sachen vorbereitet. Helmkamera und Rückennummern für nachher. Weil ich sag mal, zwischen Kasper und Nessie wird es doch nicht... Naja, doch, ist ein bisschen stressig auf jeden Fall. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, mit Kasper ein bisschen vorzurutschen, dass es nicht ganz so eng wird nach hinten raus. Aber ich bin auch froh, dann geht das jetzt zack, zack, zack und dann reite ich Gelände und habe nicht mehr so ewig lange Zeit, mir einen Kopf zu machen. Ich hatte in meinem Plan leider vergessen, dass ich ja noch abgeben muss, das Springen, nicht einfach nur reiten kann. Also, ja, radel ich gerade einmal zum Spielplatz. Geh einmal ab, Mama macht schon. Fertig. Kaspers Springen, ja, kommentiere ich natürlich auch noch. Da ist Kai mit seinem Pferd noch geritten. Und ich fand, ja, die Linien relativ schwer. Ich fand es jetzt nicht zu hoch, aber die Linien waren doch relativ anspruchsvoll und es gab echt viele Fehler. Also von daher bin ich gespannt gewesen, hatte aber auf dem Abreiteplatz schon ein richtig gutes Gefühl. Wir haben dann Can't Stop Kasper angesagt, da muss ich ja immer grinsen. Und dann fängt der Kasper erstmal an, mit schön bockend loszugaloppieren. Das finde ich auch immer sehr witzig. Aber ein bisschen Konzentration ist schon gefragt. Wenn er erstmal so ein bisschen rumwackelt, dann denke ich oft, nee, mein Freund, da ist der erste Sprung. So, den ersten hat er schon so ein bisschen vermogelt. Also da hat er sich noch nicht so richtig sortiert gekriegt. Aber jetzt fängt er an zu springen. Ja.
Bisschen mit Kontrolle haben wir es noch nicht so. Das muss noch besser werden, aber guckt euch mal bitte an, wie gut der gesprungen ist da auf dem Platz. Also was der für Sprünge rausgehauen hat, das fühlt sich von oben ja dann noch krasser an. Er kriegt noch nicht so die allerbeste Manier, also daran müssen wir noch ein bisschen feilen, aber diese Kraft, die da überhaupt nach oben geht, das ist schon sehr gewaltig. Und ich habe ihn dann in seinem Rhythmus auch gelassen. Er hat sich so angestrengt, auch über dem Ochser, wie man eben sieht. Er wollte erst ein bisschen flach werden, hat dann aber die Beine richtig weggerissen. Und ich hatte einfach echt einen guten Rhythmus, habe fast zu allen Sprüngen eine gute Distanz gekriegt. Und jetzt eben auch wieder rum und wieder zu diesem Lottosprung, bisschen weit weg. Aber ja, das kann er. Und dann kam hier, glaube ich, auch schon der vorletzte, genau, und dann kommt noch einmal der Ochser, da wollte ich einmal ein bisschen zurück. Ja, hat er alles gut gemacht und dann waren wir 0. 1,72,24. 0 punktów karnych, czas 72,24. Der Kasper sprang gewaltig. Boah, ich sage euch, das wird ein Kracher, dieses Pferd. So geil. Ich hatte ja ein bisschen Technik am Dienstag noch gemacht und du merkst eigentlich sofort, dass der das so merkt. Sich merkt sozusagen fürs nächste Mal und der hat so krasse Sprünge abgeliefert, so richtig, hat sich bemüht und immer zugehört und so, also Wahnsinn, ich bin richtig, richtig begeistert. 0 und ja, jetzt gucke ich mal so ein paar in der 3-Sterne, die hat nämlich jetzt gerade eben angefangen und dann ja, kann man sich 2, 3 angucken und was? Nee, alles gut. Du musst reiten. Und nein, jetzt machst du so eine Behind-the-Scenes, wie Juliane sich mal wieder hier selber filmt. Okay, ja, sind die Buschreiter. Ein bisschen machen sie sich drüber lustig, aber eigentlich finden sie es auch ganz witzig. Nessie, du siehst noch so entspannt aus. Natürlich gibt es jetzt hier nicht die ganze Strecke zu sehen, denn Mama hat sich zwar einen hohen Punkt gesucht, aber da sah man natürlich trotzdem nicht die ganze Strecke. Ich bin super gut in die Startbox gekommen, musste da jetzt nicht großartig warten, sondern konnte direkt loslegen. Nessie war mega gut drauf. Ich habe das auch schon auf dem Abreiteplatz gemerkt. Die hatte echt richtig Bock. Ich hatte auch richtig Bock, aber ich hatte natürlich trotzdem immer noch so ein bisschen Fragezeichen bei der Nummer 11. Vor allen Dingen, weil sich die Strecke ganz anders reiten ließ, als wie wir es abgegangen sind. Ich habe mir ja ein paar angeguckt, wie man vorhin im Video gesehen hat. Und da haben die Galoppsprunganzahl hat einfach gar nicht gestimmt zu dem, was wir abgegangen sind. Oft haben die Pferde einen mehr gemacht oder auch einen weniger. Also irgendwie war ich dadurch, glaube ich, etwas verwirrt und habe mich nicht so richtig stick to the plan, sondern habe ein paar Sachen umgeschmissen und wollte natürlich trotzdem das Beste draus machen. Jetzt 1 und 2, sehr, sehr gut, richtig guter Galopprhythmus, meine Zeit sah gut aus, also die Uhr hat genau gepasst mit den Minutenpunkten, also habe ich gemerkt, dass wir wirklich einen guten Rhythmus haben, konnte sie erstmal galoppieren lassen. Jetzt kommt diese große Wendung zu diesem ja doch sehr hohen Trakehner. Habe ich nicht ganz passend gekriegt, aber ja, Nessie kein Problem, sie hat einmal geguckt, aber ist dann gleich wieder gut in ihren Fluss gekommen.
dann wollte ich so ein bisschen zurücknehmen, weil diese beiden, die waren ja doch so ein bisschen kuckig und bunt. Zum ersten habe ich echt wieder so eine dichte Distanz gekriegt und habe mich dann ja versucht zusammenzureißen und gesagt, so jetzt reit aber mal wieder, ne? Nicht jetzt immer diese dichte Distanz, hier auch noch so ein bisschen. Ja, ich habe dann nicht so richtig meinen Rhythmus wiedergefunden an der Stelle und hier auch so ein bisschen Zeit verloren oder beziehungsweise Galopp verloren. Die beiden waren dann sehr gut und dann konnte ich erstmal wieder gehen lassen, weil es geht jetzt um die lange Kurve und da hinten war dann der zweite Minutenpunkt. Da ist sie auch wieder richtig schön in den Galopp gekommen und ins Atmen, also bis dahin alles gut. Jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern einfach erstmal schön weiter galoppieren, weil jetzt kommt das erste Wasser und das war echt ganz schön schwer. Ich habe wirklich bis zur Kurve gut galoppiert, nicht zu früh rausgenommen, so wie Rodolphe gesagt hat, und dann am Weiterreiten geblieben. Oh, sie haben schon echt da hingeguckt und dann schön weiter bis zum Schmalen raus. Da war ich wirklich sehr happy mit ihr, habe einmal geklopft und jetzt kommt die erste große Aufgabe. Ich habe erstmal weiter galoppiert. Ihr wisst ja wahrscheinlich schon, dass ich da einen Stopp hatte. Ich hätte hier in dieser Kurve einmal ein bisschen zurücknehmen müssen. Hier kriege ich nämlich schon die große Distanz, reite dann weiter und kriege die riesengroße Distanz. Ja, und dann ist es passiert. Ich war da oben einfach zu weit weg und dadurch auch am nächsten viel zu weit weg. Natürlich kann man jetzt sagen, da hätte sie auch abspringen können, aber ja, in Wirklichkeit hätte sie da eigentlich nicht abspringen können. Ich bin einfach zu schlecht gesessen an der Stelle und da konnte sie das auch nicht mehr möglich machen. So, jetzt nochmal ordentlich angeritten, festgehalten, Ecke gesprungen, ja, weiter geht's. So, geklopft und mir gesagt, komm Juliane, es gibt noch genug Aufgaben auf dieser Strecke, das können wir wirklich als wichtiges Training mitnehmen, dass wir so eine Strecke auch schaffen können und deswegen bin ich weitergeritten, natürlich ohne den Zeitdruck, also ich habe jetzt nicht mehr so doll galoppiert, sondern habe sie so ein bisschen in ihrem Rhythmus galoppieren lassen. Hinten das Wasser haben wir jetzt nicht drauf, das Boot und das zweite Wasser sozusagen, das hat sie mega gut gemacht, das waren ja auch richtig hohe Hecken. Und jetzt komme ich zu diesem super, super schwierigen Komplex, den sie richtig gut gemacht hat. Hier hat sie einmal richtig geglotzt, ich bin aber sitzen geblieben, dann geht's Linkskurve weiter über die Ecke und dann geradeaus. Und das war genau die Distanz, wo Rodolphe gesagt hat, boah, da wird's richtig schwer, da ist es eigentlich eine 4-Sterne-Aufgabe. Aber ich habe gesagt, ja, ich bin da jetzt nicht weit weg, komm, jetzt los, wir schaffen das. Und Nessie ist abgesprungen und hat das mega gut gemacht. Und von daher, haben wir den Rest der Strecke einfach null und mit Bravour geschafft und sind ins Ziel gekommen. Ich war wirklich sehr happy, auch wenn es einen Stopp gab, aber safe and sound zu Hause. Ich hätte das besser reiten müssen. Ich habe mich halt oben doch umentschieden, weil ich kam da so angeflogen. Und dann bin ich ja doch, habe ich am Ende doch auf 5 und dann keine Kontrolle halt, ne? Geh. Ja, vergessen. Ja, so gut weitergekämpft. Ich habe so kurz überlegt, wie ich weiterreite. Und dann habe ich aber gedacht, ja, das ist ja jetzt trotzdem ein mega gutes Training. Also jetzt irgendwie aufzuhören wegen einem Stopp, fand ich blöd. Ja, das ging einfach an dem Punkt da nicht. Also das war einfach zu viel gewollt. Ich kam da so runtergescheppert und dann war das noch so weit. Und ganz ehrlich, im letzten Moment habe ich auch losgelassen, weißt du? Also, ich glaube, wenn ich da einmal so noch, dann vielleicht wäre sie nur abgesprungen, aber ich hatte den Schneid nicht. Alles gut. Irgendwie. Nee, Nessie, nicht grasen jetzt bitte. Aber die hat alles andere so angepackt und teilweise halt ein bisschen so unterlaufen ab und zu, weil irgendwie habe ich nicht so einen 100% Rhythmus heute gehabt. Aber ich wollte sie dann auch nicht jedes Mal so schieben und immer größer und... Ja, eben. Und die Tische zu breit und alles. Deswegen habe ich gedacht, ach, nicht jetzt irgendwie, aber dadurch hatte ich halt oft so ein... Sieht dann bei ihr auch mal aus, als wäre es so ein kleiner Bei ist. Ne? Im Grunde ist es normaler. Nur weil sie vorher immer den Monster... Oh, alles gut. Das war gut. Das hast du richtig gut gemacht. Wie Anna sagen würde, 30 Sprünge gut, einer nicht so. Das war, sondern das Pferd.
wieso da jetzt macht sie nichts? Ich glaube, es war das galoppierende Pferd und nicht ich, ehrlich gesagt. Es war nur gerade gleichzeitig. Oh, Mausi. Oh. Wir hatten einen Stopp bei 11b. Das war aber ja, mehr oder weniger mein Fehler. Wie oben die A sprang sie richtig gut, aber eben auch relativ doll. Dann hatte ich einfach nicht genügend Kontrolle zu der Ecke dann. Und dann war es halt auch eine linksoffene Ecke und im allerletzten Moment habe ich, glaube ich, losgelassen, weil ich dachte, wie soll denn das jetzt noch gehen? Wir waren einfach zu weit weg. Also das ist weniger ihr Fehler als meiner, muss ich sagen. Und den ganzen Rest hat sie so spitze gemacht. Also ich bin dann fertig geritten, natürlich nicht mit der Endmaßgeschwindigkeit, aber boah, sie war den Rest so sicher, so gut auf der Linie. 17 ABC, gut gelöst, Wasser und so, also einfach richtig, richtig gut. Und von daher kann ich ihr überhaupt nicht böse sein, weil das war auch einfach, finde ich, keine 3-Sterne-Aufgabe da oben. Aber den ganzen Rest können wir jetzt als richtig gutes Training verbuchen und haben auf jeden Fall wieder was gelernt. Und ja, also ich bin wirklich sehr, 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 sehr zufrieden, auch wenn ich das so sage, meine ich das auch so. Und jetzt ja, gehen wir hier noch ein bisschen Schritt und machen und tun und pflegen ab. Mama holt gerade Eis, weil es ist ja schon eine anstrengende Strecke gewesen und sie hat ein paar richtig krasse Sprünge rausgehauen. Und ja, und dann kommt heute Abend, darf der Kasper noch einmal durchs Gelände flitzen. Der ist ja schon ein gutes Springen gegangen. Und ja, das Gelände von Kasper ist im Gegensatz zu Nessis ja eher zu leicht als zu schwer. Auch wenn ich das jetzt so sage und wenn nachher was ist, aber das müsste der alles ohne Probleme machen. Also von daher freue ich mich darauf, da nochmal durchzuflitzen. Ich habe allerdings einen kleinen Fehler gemacht. Ich bin nämlich nach dem Abgaloppieren und Abtraben einfach abgesprungen, weil ich ein bisschen aufgeregt war und habe meine Weste ausgelöst. Das heißt, ich habe keine Kartusche mehr und muss jetzt den Kasper nur mit Body Protector reiten. 2,3 müssen wir nicht machen. Easy, ne? Gut. Ja, ich hatte meine Uhr bei 3,5 Minuten. Kurz danach hatte ich sie ausgemacht, weil ich dachte, jetzt muss sie mich nicht mit dem Piepen komplett nerven, wenn ich eh mit dem Stopp, dann rate ich so wie Nadine da ganz. Also schon mit Druckgalopp, aber nicht jetzt. Da musste nix. Meinst du, die sind jetzt kalt? Vorbereitet. Nee, aber nicht so. Ach ja, Hauptsache ist, dass dem Pferd, der geht's gut, die hat gute Laune. Ja. Ach, die verstehen das, glaube ich, am Ende auch nicht. Weißt du so, ich meine, das ist wie Anna sagt, 30 gute Sprünge, einer schlecht. Der Rest sprang sie ja gut, genau. Aber das, die erinnert sich ja jetzt, glaube ich, noch nicht mal mehr an den Stopp. Ich kann hier für den Stopp, kann ich ja auch echt nicht böse sein. Also das war... Wir haben jetzt ein bisschen 4 Sterne geguckt und jetzt gehe ich noch mal die Intro ab, damit ich auch weiß, wo es lang geht. Weil ja, nach dem Parcours heute Morgen und dann Nessis 3 Sterne und so, habe ich gefühlt keine Ahnung mehr, wo diese Intro lang ging. Aber ja, Kasper ist 18.06 Uhr dran, das heißt, wir haben jetzt aber auch echt noch ein bisschen Zeit, können zwischendurch sicherlich auch noch mal ein bisschen, weiß ich, Mittagsschlaf machen oder so. Und ja, Nessie muss natürlich noch mal raus, ein bisschen laufen, Kakutin und so weiter und so fort, aber ja, das sieht alles gut aus. We're like superstars. Windows roll down, radio on. I think we could go far. We don't need money. We can skip that part. Und Kasper, du musst das jetzt nachmachen. She's got a ticket to my heart.
sky is blue, I got the sun in my eyes. It can't get better than when she makes that smile. Yeah, she's got that style that makes you think she's made out of gold. She's turning up the volume on the radio. Yeah. Kaspers Gelände abends, da hatte ich richtig, richtig Bock drauf, weil ich eigentlich wusste, dass der Kasper da mit keinem Sprung ein Problem hat und er einfach richtig galoppieren kann auf dieser tollen Strecke mit den tollen Bedingungen. Ja, und dann ging es auch in die Startbox gleich. Ich bin da erstmal ganz entspannt außen rum geritten. Er hatte an dem Tag, schon wieder beim Abreiten so ein bisschen Konzentrationsprobleme. Ihn haben die Viecher unheimlich gestört. Also war ich relativ gespannt, wie das in der Strecke wird. Aber normalerweise ist es so, wenn er dann erstmal galoppieren kann, dann löst sich das auch von selber. So, also Startbox, da fängt er jetzt auch langsam an, das zu verstehen und dann gleich los zu galoppieren und auch so ein bisschen kribbelig zu werden. Genau, Sprung 1 hier, erstmal gucken. Und dann ist er so ein bisschen geschwommen, weil er nicht wusste, wo soll ich denn hier hin? Da sind so viele Fahnen und Autos und Menschen und keine Ahnung. Aber dann ist der losgaloppiert und man sieht es hier auch. Der hat einfach so einen geilen Galopp. Es ist mit keinem Gefühl vergleichbar, muss ich wirklich sagen, mit keinem Pferd, was ich geritten habe, weil der so cool galoppiert. Dieses Moped da drüben, das hat mich echt irritiert. Ich habe gedacht, ob das Kasper irritiert, weil der war auf der gleichen Höhe wie ich und ist erstmal so mit mir mitgefahren. Naja, und guck doch mal, wie der galoppiert. Also ich hatte das Gefühl, der hatte so 4-Sterne-Tempo am Anfang drauf. Und ich habe so gedacht, ja, wir müssen jetzt allerdings auch mal irgendwann wieder bremsen zum nächsten Sprung. So brrt, brrt. Da springt er übrigens auch ein Wechsel im Gelände. Habe ich also ein bisschen Bremsnot gehabt, deswegen sind die Sprünge jetzt teilweise auch so ein bisschen unterlaufen. Dann musste ich ja links rum und die nächsten beiden waren auch so ganz bisschen schmal. Deswegen habe ich mich auch einmal hingesetzt, weil ich dachte, jetzt nicht bei so einem Baumstamm nachher noch vorbeirennen. Aber das war gut und dann bin ich wieder auf die Linie gekommen und habe ihn wieder flitzen lassen. Habe zwischendurch immer mal auf meine Uhr geguckt und dachte, nö, also bisher ist da gar kein Problem. Jetzt kommt der nächste Sprung. Genau, das war auch super. Den habe ich auch im Fluss mitgenommen. Man muss halt immer so ein bisschen unterscheiden, welche Sprünge kann man im Fluss mitnehmen. Bei welchen Sprungen braucht man einfach noch den Galoppsprung mehr, dass sie es einmal wirklich sehen können. Vielleicht bei so einer Kombination wie der hier, da habe ich wirklich einmal ihn gucken lassen, dass er so einfach einen Moment mehr Zeit hat, das Ganze einzuschätzen, wo er dahin muss. Im Grunde waren das ja 3 Sprünge hintereinander auf so einer gebogenen Linie, aber Kasper, gar kein Problem. So, dann ging es jetzt einmal ein bisschen bergauf und dann musste man um so ein Fahrhindernis rum, beziehungsweise da so reinreiten und dann oben auf dem Hügel diese Hecke. Das fand ich schon relativ glotzig für die Pferde, aber auch das, kein Problem fürs Geländepferd Kasper. Die Hecke da unten, ja, habe ich nicht ganz getroffen, aber ist ja erstmal egal. Ich hätte da so ein bisschen Bogen reiten können, bin da sehr gerade runter und habe ihn einfach erstmal vor die Aufgabe gestellt. Aber ja, solange er das alles gut managt und er muss sich ja auch selber zu helfen wissen. Hier das Haus konnte ich einfach so mitnehmen, konnte dann weiter galoppieren und jetzt kommt das Wasser. Ich sehe irgendwie so ein bisschen anders aus, ne? Ohne Helmkamera, ohne Airbag-Weste. Ich fühlte mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen nackt, weil ich sonst ja immer mit den beiden Sachen reite. Aber die Helmkamera wurde mir dann doch nicht erlaubt. Und ja, die Airbag-Weste, da hatte ich keine Kartusche mehr mit. So, Wasser auch gar kein Problem. Ich habe extra vorher natürlich Tempo rausgenommen, damit er oben das wirklich gut einschätzen kann, weiß, okay, dahinter kommt was. Nicht, dass er so im letzten Moment nochmal so ein Verschlucker hat und dann doch stehen bleibt, aber er ist da gleich reingegangen und hier schön weiter galoppiert. Auch hier nehme ich nochmal ein bisschen zurück. Ich hatte die Zeit, ich hatte auf die Uhr geguckt und wusste, okay, wir haben wirklich keine Zeitnot, weil auch das war ja so ein bisschen auf so einem Hügelchen, immer so ein bisschen bergauf, das müssen die Pferde dann auch einmal einschätzen können. Okay, wie sortiere ich meine Beine, ist da eine tiefere Landestelle oder nicht? Und das war aber alles gar kein Problem. Und jetzt komme ich zu dieser Kiste. Die hat er irgendwie ein bisschen vermanagt. Da kommt jetzt auch nochmal genauso eine hinterher. Und danach geht's bergab.
runter, einmal die Kante, das hat er nicht so ganz verstanden, dass diese Kante da kommt, aber er nimmt sich dann das Herz und ja, springt dann zwar so ein bisschen mit allen Vieren und so, aber Hauptsache er springt erstmal und ja, kriegt dabei halt eben auch keine Angst. Deswegen ist es mir wichtig, dass er zur Not auch mal lieber einen Galoppsprung mehr macht. Dann sieht es vielleicht nicht so perfekt und toll aus, aber es ist ganz sicher und er kriegt keine Angst vor seiner eigenen Geschwindigkeit oder vom eigenen Springen. Hier war eben nochmal so eine Kombination mit 90 Grad, auch da eben nicht zu doll rein. Und jetzt komme ich im Grunde schon zu den letzten drei Sprüngen. Mama hat wirklich die ganze Strecke drauf gekriegt, total cool. Hier nochmal so eine Kombination. Hier rutsche ich jetzt einmal weg, tatsächlich, weil wir einen Stollen verloren hatten, was ja so gut wie nie vorkommt. Aber ja, deswegen rutsche ich da ein bisschen, aber wir haben uns ja gut gefangen und jetzt kommt noch das allerletzte Häuschen. Ich guckte vorher auf die Uhr und dachte, brrrt, Kasper, wir haben noch Zeit. Wir haben es geschafft. Es war so geil, es war so ein geiles Gefühl, wie der einfach da frisch fröhlich galoppiert und ja, und einfach richtig gut und schnell ist. Also es fühlt sich dann einfach so geil an. Alle Aufgaben völlig problemlos. Also nichts, wo ich jetzt sage im Nachhinein, oh Gott, das war aber richtig eng. Hinten bei dieser Kante, da hatte sich einmal so ein bisschen, wusste nicht so richtig, wie er das jetzt lösen soll. Dann ist es so nach oben abgesprungen und alles. Also der war echt richtig geil und in der Zeit. Das heißt, wir beenden mit Dressurergebnis und der wird mal richtig gut. Ich finde, der braucht noch so ein bisschen für so Techniksachen. Braucht er, glaube ich, noch einen Moment. Aber ansonsten, boah, wie der das anpackt und alles möglich macht, ist schon gewaltig. To give me help, all I'm asking for is just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get out. Tell me things I can't say. Hier gibt's sowas Cooles und zwar mit Vouchern. Kleines Weinchen. Guten Morgen. Es ist Sonntag, letzter Tag. Ich habe nur noch mit Nessie springen. Mama hat die schon longiert. Und jetzt longiere ich gerade den Kasper. Der läuft aber sehr gut. Und ich denke mir manchmal, wenn Leute, die was gegen den Pferdesport haben, ne, wenn die mal Sonntagmorgen hier wären und mitkommen würden, wie die ganzen, alle Reiter, alle Grooms, ab 6 Uhr hier die Pferde umsorgen, abwaschen, machen und tun. Das ist der Wahnsinn, was hier abgeht. Also die reiten, die longieren, die führen, die machen Eis, die füttern, die, keine Ahnung. Also und rennen hier. Also wie viel ja, Sorgfalt und Liebe da dahinter steckt. Also das ist einfach so krass. Und hier die Missy. Direkt Tausch. Einmal die Beine abwaschen und dann müssen wir zur Verfassung. Verfassung war top. Jetzt gibt es ein kleines Frühstück, weil wir haben jetzt ungefähr eine Stunde Zeit, bis wir zum Springen fertig machen müssen. Beziehungsweise sie ist ja eigentlich fertig. Wir müssen jetzt hier nur satteln und keine Stollen drehen, weil das ist ja in dem Stadion. Oh, ich bin gespannt, wie sie das Springen macht.
mal in diesem Stadion. Ich hoffe, sie dreht nicht durch. Ich hoffe, es wird nicht zu wild. Aber ich freue mich drauf, dann im Stadion nochmal richtig springen zu reiten. Ist bestimmt cool. Und ja, ich bin jetzt umgezogen und gehe jetzt einmal springen ab. Come take my hand, I will walk with you. I won't let go till you say so. There isn't anything I wouldn't do. Wanna make sure that you understand. Let me go by your side. Sind endlich da. Hallo! Und ich bin erst 13. Starter, also es ist ein bisschen entspannter. Deswegen haben wir jetzt hier noch einen Moment Zeit. Oh ja, ich bin ganz schön fertig. Aber jetzt das einmal springen. Oh, schaffen wir. Letzte Prüfung des Wochenendes. Ja, das abschließende Springen für Nessie. Und im großen Stadion, ich mache mir ja bei so Stadien meistens so ein bisschen Sorgen, weil ich habe es ja schon erlebt, dass sie komplett ausflippt. Und sie war sehr gut drauf auf dem Abreiteplatz. Wir hatten leider so eine blöde Situation, weil ich dachte, ich hätte irgendwie keine Zeit mehr und wurde dann so ein bisschen hektisch und wollte dann gleich so einen höheren Oxer springen. Und da hatten wir eine so eine doofe Situation, aber ich konnte es Gott sei Dank wieder auflösen, weil ich danach wirklich noch ein paar gute Sprünge gemacht habe. Und ja, ich bin dann angefangen. Eins schon sehr gut, zwei gut und auch so, dass ich sagte, ach ja, sie lässt sich ja gut kontrollieren, machte aber wirklich krasse Sprünge. Also bei der 2 eben habt ihr es kurz gesehen. Die Steilsprünge waren relativ normal, aber die Oxer sprang sie irgendwie so gewaltig, dass ich mich ganz schön anschnallen musste. Hier sieht man es auch nochmal. Also ja, mit dem Pferd wird es wirklich nicht langweilig. Was mit der Kamera allerdings los war, weiß ich nicht. Normalerweise wackelt die ja nicht so. Hier dreifache, sehr gut gesprungen und dann gleich weiter zu dem Oxer. Ich fand das Springen wirklich anspruchsvoll. Mit den Linien auf dem Platz, wirklich hoch auch. Aber gut, das ist natürlich das Schöne, wenn man so ein gutes Springpferd hat. Auch am letzten Tag springt die einfach echt noch gut. Jetzt hier gebogene Linie in die Kombination. Habe ich aber ganz gut getroffen, sprang auch sehr gut und dann wieder weiter gebogene Linie zu der Trippelbarre. Und da musste ich einmal, dachte ich erst, ich mache einen mehr, da musste ich so ein bisschen ran, aber dann hat die Distanz doch ganz gut geklappt. Und hier bei dem habe ich gedacht, da glotzen die Pferde bestimmt, weil der echt guckig war. Aber das ging gut und dann hatte ich natürlich eine gute Distanz zum letzten. Und ja, da waren wir einfach null und ich war super, super happy. So, und jetzt geht der Packwahnsinn los. Ich fange jetzt mal an, alles zu einzupacken. Guck dann mal, ob ich den Anhänger rauskriege und dann geht's ab nach Hause. Das ist hier ein ewiges Gepacke. Ich habe euch da jetzt nicht mitgenommen. Wir haben jetzt hier alles weg. Aber ich jetzt auch noch überall das Handy hinstellen. Wir wollen ja auch einfach los, damit wir auf die Autobahn kommen. Wir haben es doch tatsächlich geschafft, hier wieder anzuhängen. Also. Da stehen sie, die beiden guten Pferde. Oh, was für eine Scheiße. Reifenpanne am Anhänger. ADAC kommt, aber wahrscheinlich erst in, keine Ahnung, 2-3 Stunden. Und ich habe jetzt einen angerufen, der die Pferde wenigstens abholen kann. Oh, 30 Kilometer von zu Hause. 30 Kilometer von zu Hause. Hätte es nicht noch halten können.
Naja, beide Pferde sind okay bisher. ADAC braucht bis zu 3 Stunden. Und Kim Heidmann organisiert jetzt was und holt uns ab. Oder beziehungsweise wenigstens die Pferde ab. Da kommt unsere Rettung. Sieht aus wie so ein Ambulanzanhänger. So, die Pferde sind endlich zu Hause. Boah, das braucht echt keiner, diese Reifenpanne. War jetzt echt eine langwierige Aktion, aber ich bin Kim und Antonia so krass dankbar, boah, dass sie mich nach ihrer langen Reise nach Hause echt noch abgeholt haben, die Pferde abgeholt haben, hier nach Hause gebracht haben. Mama hatte jetzt dort auf den ADAC gewartet, der hat das Rad runtergenommen, jetzt wo die Pferde raus sind, und man kann dann mit 3 Rädern sozusagen nochmal nach Hause fahren. Und klar, der Anhänger muss jetzt in die Werkstatt, bla bla, aber ich bin einfach nur froh, nach 10 Stunden sind die Pferde jetzt heil in ihren Boxen. Natürlich noch die Beine abgewaschen. Und Beine sehen aber sonst alle gut aus. Und ja, jetzt haben die natürlich erstmal ein paar Tage frei und wir kommen alle runter und organisieren und regeln dann alles. Aber oh, nach so einem Wochenende dann noch sowas ist echt... Ja, die Nerven lagen zwischendurch schon ganz schön blank. Aber solange es allen gut geht, ja, ist es ja nur Blech sozusagen. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Es waren epische Videoaufnahmen, die ich hier gemacht habe. Ich glaube, das wird ein kleiner Spielfilm. Und ja, ich gehe jetzt schlafen. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away, heading to the sun, only you and me. I don't wanna waste another day being stuck here in this place. No, I wanna hold your hand in mine, watch the sunset in your eyes. Baby, I wanna still act like we are 22 right now. Just let go, lose control, play songs on the radio too loud. This could be magical.